I picked up my mom and I picked up my grandma, and the three of us are flying to Bali. Is this the fucking dream come true? It is. Sehr guter Quest Day. Mein Highlight, das ich auch gerade durchs Video-Editing nochmal durchleben durfte, war unsere Conversation im Wald und unser Quest, Co-Questing von dem Konzept für das Florenz des 21. Jahrhunderts und meine Custodia Journey. Und wir haben erkannt, dass, ja, dass wir eigentlich so eine große Deckungsgleichheit haben von dem, was wir erschaffen wollen. Und dass sich das an physischen Orten manifestieren darf und ich für Bali und Madeira Explores oder was auch immer danach noch kommt, aber wir eigentlich uns auf der Metaebene dieser Frage widmen, so was braucht es eigentlich, um solche Orte zu erschaffen? Auch ein Stück weit unabhängig von den konkreten Orten, sondern eigentlich die konkreten Orte als Learning Ground zu sehen, um zu erkunden, was kann man auch Menschen weitergeben? So, wie kann so eine Art Blueprint, wie kann so eine Art Leitfaden entstehen für die Komponenten, die man auf dem Schirm haben darf. Und ja, das fühlt sich sehr gut und richtig und meaningful und powerful und nach so einem richtigen Quest an. Ja, da habe ich sehr viel Lust drauf. Ansonsten hatte ich gestern eine sehr schöne Theta Healing Session mit Jasmin, mit dem Ergebnis oder mit dem Satz, der da so am Ende rausgepurzelt ist, I am whole, der auch als, ja, so mit in mein Being Truly Seen Quest hineinfließen darf. Und ja, das war sehr, sehr schön und gleichzeitig auch sehr, sehr leicht und trotzdem sehr meaningful und ein ganz, ganz schöner Prozess. Danke dafür, für dieses Gift. Gestern war cool. Die Quest ausarbeiten hier 1:1 mal mit Robert aus seiner Perspektive. Weil ich hatte ja 8 sozusagen und ich gemerkt schon, irgendwie muss man es auch zusammenfassen können, dass man sie auch merken kann. Ne? Und da sind wir auf 2 wow. Special Quests. Mit dem Special Move. Ich begleite Menschen zu erkennen, wer sie wirklich sind. Und Geld fließt zu mir für meine Bewusstseinsarbeit. Aufgestanden, ohne aufs Handy zu gucken. Ja, und habe auch gestern im Gespräch mit Robert realisiert, dass der erste Fokus jetzt erstmal auf mich und meine Lebensbereiche in Balance zu bekommen liegt, bis ich komplett voller Energie bin, um den anderen Quests mit den anderen Quests anzufangen. Sehr geil, so ein Umfeld zu haben, die einfach auch da Bock drauf haben. und Sachen, ja, Breathwork, Workout und Silence oder Meditation. Sehr geil. Ich glaube, es ist einfach, es macht nochmal ein ganz anderes Start in den Tag. Wodurch eben der Tag auch schon mal Struktur bekommt, was nämlich ziemlich geil ist. Ja, jetzt gefühlt auch so das dritte Chapter beginnt. So die erste Woche war für mich so in diesem Ankommen und Kennenlernen und Ausfiguren und Essen und Routinen und so. Und dann durch diese Quests so ein innerer Clarity-Prozess, was will hier eigentlich entstehen? Und ich habe das Gefühl, dass der so sehr, es ist nicht fertig, aber es fühlt sich so sehr, sehr komplett an. Und jetzt so die Phase 3 ist so Umsetzung und in die Realität bringen. Und das fühlt sich auch nach einem schönen Moment an für mich, diesen Space zu verlassen. Natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt an. Ja. Und da ganz viel Freiraum zu lassen für euch und die Creations und das gleichzeitig so aus der Ferne mit zu begleiten. Das fühlt sich schön an. Ich bin nur ein ganz kleines bisschen traurig, dass du gehst, Robert, aber bin unendlich dankbar für alles und dadurch fühlt sich das nach einer sehr ausgewogenen Sache an. Und freue mich übelst für dich, dass du jetzt wieder nach Hause kommst und Leo kannst und
Da freue ich mich, das freut mich sehr für dich. Übelst Bock auf die Quests so. Mhm. Genau. Hab schon in Asana so meine Quests durchstrukturiert mit ganz vielen Unterpunkten und das befriedigt mich sehr. Haben jetzt auch schon den Miro-Account erstellt. Wir müssen uns leider weinenden Auges von unserem Roberto verabschieden. Er war ein cooler Typ hier die zwei Wochen, hat uns viel beigebracht. Und ich alles werde nicht sterben, ne? Nur und das alles ermöglicht. Also, eine Runde. Das war's jetzt. Das war's, the funeral. Jetzt ins Feuer. Nein, es war schön und es geht auch schön weiter. Genau. Nimm Pizza auf. Danke. Pizza auf. Ne? Aber bitte mit Bella Ciao im Hintergrund. Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Frappicciano. Ich würde mir sehr wünschen, dich in Sumatra willkommen zu heißen mit deinem Sohnemann, den du aus der Familie noch mitnehmen möchtest, um Orang-Utan in freier Wildbahn zu beobachten. Was so kreucht und fleucht. Vielleicht bist du auch ready für eine Schlangentour. Ja. Also Ipu macht das immer sehr, sehr klasse. Bei der letzten Schlangentour haben wir 50 Schlangen gesehen. Boah, wow. Und ja, da sieht man einfach nochmal im Vergleich jetzt zu hier, wie viel mehr Artenvielfalt es da drüben gibt. Aber das ist auf jeden Fall einen schönen Ort hier ausgesucht und so naturverbunden im Einklang mit der Natur zu sein und eben dann zu gucken, wie man im Einklang mit sich selbst wird, ist, glaube ich, sehr gelungen. Danke dafür. Danke. Danke. Friends, we are at the airport. I am at the airport. But soon it will be a we are at the airport. Chapter Poland is over. After 2 weeks of intense processes, beautiful connections, incredible nature. Unfortunately, we didn't find the bison. That's yeah, this leaves us with a little bit of sadness. Only Basti from our group saw a bison. Maybe the others will. They will stay for one more week and continue executing their quests. And I'm gonna support them online. I'm gonna be very close by the group, but not in person. My son calls me back to Bali 2.5 weeks without Leo, where more than enough. Looking forward to come home in 24 hours. Dennis, my dear, sending love from the airport. I'm very grateful for you downloading my book, Gaia's Custodians. It's a pleasure to be able to give this gift to you. If there's anything that's coming up on your path where you sense that I could be of support with, please don't hesitate to contact me. It's not just something I say lightly, it's really an invitation. First airplane on my way to Zurich, Switzerland. That means that in
in almost 2 hours, I'm gonna meet with two very, very special human beings who are accompanying me on my next flight to Singapore and then afterwards to Bali. Maybe you already can guess who that will be if you've been following along my journey for the past couple of weeks. I'm so excited. One more word to our custodians. We're staying in Poland for another week. I'm so fucking proud of you guys. The intense inner journey and at the same time outer journey all of you went through over the past 2 weeks is nothing but beautiful. I have so much respect for your surrender into the intense space I designed. It was an honor to work with you, and it's an honor to continue to work with you online. Something very, very, very beautiful is being built there, and I cannot wait for the end of November, the end of our 16-week journey for Custodia Day, where we will build a fucking stage and share all our quests with you guys and what we learned over following them, so that you are able to use all that. These are our collective gifts for you, for the world. We are not only on our quests for ourselves, we are on these quests for a bigger hall, for each and every person who might benefit from what we will find out, from what we will explore, from the expeditions that we are on. Die ist hier in die Ecke. Habt ihr es beide gut geschafft? Ja, ne? Found them. I found them. Ach, du weißt. Oma ist ja schon Vielfliegerin. Oh, na, das ist ja gut, dass ich mir so was schnell. Bathroom tank number 2, with so many mirrors. Look at that. The three of us. Oh wow, this is crazy. This is crazy. You saw it. I picked up my mom and I picked up my grandma, and the three of us are flying to Bali. Is this the fucking dream come true? It is. Oh my god. So beautiful. Bringing the family together, one step at a time. Excited. Now we're on our way to Singapore, and then tomorrow evening we're gonna land in Bali. But for now, I'll say goodnight. Hopefully get a couple of hours of sleep. But before that, many questions. I'm sitting in the middle, from the left, from my mom, and from the right, from my grandma. They're both very excited and at the same time very, very like, how will everything be? Where will we stay? How is Leo? Like, everything. They're very excited. I see you guys tomorrow. 2 weeks in Poland are coming to an end, to epic weeks. The next chapter at home in Mama Bali will be opening itself tomorrow. See you then.